Jetzt ein Video? Weiß ich nicht, Digga. Muss das? Einen wunderschönen guten Morgen, ihr kleinen Bäh. Ich hoffe, es geht euch papatastisch. Schieß. Halt deine Fresse. Ihr wisst es ganz genau, heute werde ich wieder irgendeine dumme Scheiße spielen. Ob ihr das witzig findet, möchte ich wissen. Kennt die Antwort eigentlich schon, aber wer nichts Besseres zu tun hat, der soll gerne mal den Arm heben. Dachte ich's mir. Es ist auch ab einem gewissen Zeitpunkt echt nicht mehr schlimm, dass das alles langsam auf meine Kosten geht. Ich meine, guck mich an. Ich bin auch der Schatten des Mannes, der ich einst war. Ursprünglich muskulös, groß, gebräunt und gut aussehend. Warte mal, falscher Kanal. Schön, schön, schön. Die Gurken sind auf. Das passiert übrigens mit eurem Kind, wenn ihr mir nicht ein Abo auf meinen Kanal dalassen tätet. Also wenn ihr nicht... Mann! Ihr fragt euch mit Sicherheit, was es mit dem heutigen Titel eigentlich auf sich hat. Nun! Das sind meine Brüste, die ihr jetzt hier gleich sehen werdet. Herzlich willkommen zu A Favor, oder wie die Spanier sagen würden, A Favor. Ist ein Horrorgame. No shit, Sherlock. Ich weiß, die meisten sind jetzt überrascht. Wohl von jemandem mit Vorliebe für Grünpflanzen und, keine Ahnung, den guten alten 1 cm starken Notizplatten. Wer kennt sie nicht? Aber ich bin mir sicher, es wird ein spannendes und lehrreiches Vergnügen für die ganze Familie. War eine Lüge. Sonntag. Oder wie Experten sagen würden, Samstag. 23.55 Uhr. Yo, Jeremy! Okay, wir nehmen das Spiel ernst, ja? Das ist ein sehr ernsthaftes und mit Sicherheit äußerst gruseliges Horrorgame. Jeremy, oder? Kann ich dich um einen Favor bitten? Einen Gefallen? Jeremy hat keinen Bock, Alter. Ja, der will eine Runde FNAF auf seiner PS5 spielen. Was brauchst du? Ich bin jetzt eine Woche weg. Kannst du bitte auf mein Zuhause aufpassen, während ich weg bin? Wow, extra Work. Oh, Jeremy ist ein Arschloch, Alter. What a charming offer. Yo, den Typen, den will ich nicht in mein Haus einladen, Alter. Ey, Dude, come on, hab dich jetzt mal nicht so. Mach das doch bitte, ja? Okay, ich mach das. Wo wohnst du? Kennen sich halt gar nicht, ne? Jeremy ist einfach voll random. Er ist halt einfach in seiner Telefonliste aufgetaucht. Da machst du nichts. Okay. Oh nee, wir spielen Jeremy und nicht den Typen, der weg ist bestimmt. Schade eigentlich. Der ist auf Malle. Einmal Sangria saufen. Ein Girl nach der anderen weg, ich meine, kennenlernen. Mein Gott. Also, wenn ihr mal irgendwann bei mir zu Hause seid und sowas an der Wand seht, wundert euch nicht. Ich bin schwer geschädigt durch Horrorgames. Essen, was es zu kaufen gilt. Kaffee, Salat, neues Spiel, Medikamente. Okay, alles klar. Moin. Hallo. Oh, einen neuen Nahe. Der hat einfach eine SMS auf meinen Festnetzanschluss geschickt. Hey, Dude, ich bin's, Jeremy. Danke, dass du... Warte mal, ist Jeremy jetzt der, der weg ist, oder ich... Die heißen einfach beide Jeremy, oder? Das wäre der Plot-Twist des Jahrtausends. Ist ja auch vollkommen Latte, Alter. Danke, dass du auf mein Zuhause aufpasst, jetzt so kurzfristig. Weißt du, ich habe ein bisschen... Was hast du? Geschäfte zu erledigen. Du hörst nur das sanfte Saugen am Strohhalm. Jedenfalls, könntest du mir einen Gefallen tun und die Dinge erledigen, die... Jetzt gehe ich für den einkaufen und putze sein Klo, oder was? Oh, ich werde ihm da so ein Häufchen als Überraschung reinsetzen, du. Du findest überall im Apartment Notizen. Woher du weißt, dass du in einem Horrorgame bist. Ja, das sollte alles sein. Wir sehen uns in 5 Tagen. Ja, ja, Rechnung kommt dann per Post. Kannst du dann wie immer mit PayPal begleichen. To-Do-List. Die Pflanzen bewässern und den Abwasch in die... Dings da bumsen. Alright. Wie wohnt sich's denn hier? Oh, eigentlich ganz nett, Alter. Was ist mit meinen Augen los? Sind die übelst weit im Hinterkopf? Oder habe ich irgendwie, keine Ahnung, ich habe so ein übelst immenses Field of View hier. Wunderschöne Aussicht. Wir könnten hier auch einfach eine Mauer hinbauen statt der Fenster. Und es würde quasi optisch nichts ändern. Hello there. Ja, machst du kleine Safari-Touren. Stell dir da erstmal einen kleinen Dschungel hin. Passt schon. Don't forget your mother's birthday. Diese Magneten, Alter. Oh, come on. Was ist das? Wer stellt eine leere Schüssel in den Kühlschrank? Oh, hier hängen überall Zettel. Okay, Alter. Der Thunfisch vielleicht auch? Warte mal. Probiere. Perfekt. Der muss auch gewaschen werden. Richtig schmutzig, das Ding. Fängt schon an rumzumüffeln. Oh, na gut. Dann spielen wir mal hier den Aufräumsimulator, Alter. Elegant, ich das Holzbrett unter dem Messer weggeschleudert habe. Easy peasy, Alter. Oh, ey, der frisst ja den ganzen Tag. Das waren bestimmt Instant-Nudeln drin. Nein, Thunfisch, du gehst da rein. No, sein
braves Meeresgetier. Weiß nicht, ich mach da einfach alles rein. Da kann sich doch wohl auch keiner beschweren. Und hier vielleicht noch den Wasserkocher und die Flasche und alle meine Träume und Hoffnungen. That escalated quickly. Oh, guck mal hier, die Scheine. Ich kann das auch inspizieren, Alter. Interessant. Ich setze mir das gleich auf den Kopf und tanze da Tango auf den Tisch. Die Nachbarn wundern sich, was hier für ein Spaß abgeht. So alles Geschirr oder wie darf ich das verstehen? Vor allem Shift ist nicht Rennen, sondern Zoomen. Oh mein Gott. Ich kann nicht sprinten. Es gibt nur eine Fortbewegungsart hier für mich. Was? Warum steht denn eine Gießkanne? Ach so, wegen den... Ja, verstehe. Einfach nur ein Wasserhahn. Ja, und du hast eine Gießkanne in der Hand. Kombiniere mal, mein Schlaufreund. Verschwende kein Wasser. Benutze das nur, wenn du es brauchst. Okay, Greta. Ist doch gut. Ah, verstehe. Ah, perfekt. Task updated. Das heißt, sind da jetzt neue dran auf magische Art und Weise? Ich würde es dem Spiel zutrauen. Was ist denn das immer? Hallo? Kann jetzt doch nicht weg. Jeremy, Alter. Throw dishes in the sink. Ja, yeah, okay, das muss ich noch machen. Don't open it. Open. Ach, verdammt. Soll ich es gießen vielleicht? War nur eine Idee. Kannst du nicht einen Zettel da hinhängen mit don't open it? Dann weißt du ja, was ich am liebsten openen würde. Ich glaube, ich muss ja mal aufräumen. That should be enough. Das würde ich auch sagen. Es reicht für so einen Tag. Okay, jetzt werde ich gehen. Das heißt, ich darf hier gar nicht schlafen? Ach, komm schon. Mal kurz das Bett verunstalten. Moin. Hier. Ja, der Typ, ne, der ist auch den ganzen Tag hängt ja am Telefon, darauf zu warten, dass ich seine Bude aufräume. Eine neue Nachricht. Hallo, Jeremy. Ach so, ich bin doch Jeremy. Wow, das hat sich jetzt endlich geklärt. Ist dein Vermieter. Ich möchte dich daran erinnern, dass deine... Ach so, nee, warte mal. Ja, das ist der Vermieter von unserem Kumpel, genau. Ich dachte, das wäre jetzt der Typ, der einen Joke macht. Ah, deine Rechnungen sind alle überfällig. Nee, sind fällig in einer Woche oder so. Und nein, du kannst keine Verlängerung kriegen. Ist mir egal, womit du zu tun hast. Bitte bezahl mich oder... Fuck off. Bis dahin, dein Jeremy. Vom ich würde es feiern, wenn er das einfach sagen würde. Die einfach hier alle Jeremy heißen. Leaf Apartment, okay. Ich kann es kaum erwarten, am Tag 2 wiederzukommen. Es ist so aufregend in diesem Haus. Okay. Hängen jetzt auf magische Art und Weise neue Zettel irgendwo dran? Nee, das ist runtergefallen. Warte mal. Hä, wie... Wer schreibt denn diese Zettel? Ich kapier's nicht. Ja, ist doch gut. Bitte quatsch mich voll. Hallo? Jeremy? Honey, wenn du das hörst, hier ist deine Mutter. Oh, Miss Jeremy. Ich weiß schon, wie ich das Video nennen werde, Alter. Wo warst du beim Geburtstag? Auf jeden Fall nicht in Malle. War ein Spaß, ich war in Malle. Hast du ihn vergessen? Ich weiß nicht, was falsch mit dir läuft. Seit du alleine lebst, fällt das alles irgendwie auseinander. Ich liebe dich immer noch. Bitte, ruf mich zurück. Das wird eine richtig angenehme Konversation, Alter. Verdammt nochmal. Okay, To-Do-List. Nochmal die Pflanzen gießen. Jo, so viel ist auch nicht gut. Hallo, Motherfucker. Sehr verdächtige Aktivitäten. Throw the paper trash in the bin. Okay, what's your favorite show? Oh. Nice. Warum kann ich das inspizieren? Was ist damit? Oh, wer müllt denn hier alles voll? Hier liegt irgendwer. Kann ich denn das da reinmachen? Drop? Oh! Ja, okay, cool. Och man, jetzt muss ich hier so eine Dirk Nowitzki-Action machen. Sag mal. Ich glaube, Jeremy ist nicht derjenige, der hier ein bisschen einen kleinen Snack-Anfall hat. Aber was weiß ich schon. Das ist irgendwie gruselig, muss ich sagen. Irgendwas ist hier sehr merkwürdig. Wo habe ich denn eigentlich... Oh, ich weiß, wo ich meine Gießkanne hab. Ja, genau. Ich habe die da zwar nicht draufgestellt, aber ich wusste, ich habe sie hier vergessen. Da liegt ein Gameboy Color. Oh mein Gott. Kann ich nicht lieber das machen, als meine Show zu gucken? Och, Mann. Oh, nee. Aha, ich komme schon. Ich habe die Pflanzen noch nicht gegossen, by the way. Was denn? Eine neue Nachricht. Ich bin gespannt, wer diesmal anruft. Seine Bank oder was? Jo, das mit dem Kredit, Jeremy, wird leider nicht. Das ist eine automatisierte Nachricht. An Mr. Jeremy. Das Spiel will mich verarschen. Ihr habt alle einen Dachschaden. Der heißt Jeremy, Jeremy. Ist das bescheuert, also.
weißt du, das sind so die Momente, wo ich so froh bin, den Scheiß hier machen zu können, Alter. Weil ich weiß, ihr seht das dann auch und könnt euch daran mit amüsieren. Das ist so geil, Alter. Stellt euch vor, ich würde das alles nur privat spielen und niemand würde das je erfahren, weil keiner das spielt, außer ich. Bitte kontaktieren Sie uns und senden Sie uns die Zahlungen der vergangenen Lieferungen. Danke. Ja, cool, dass ich weiß, worum es geht. Ach, die Lieferungen. Ach ja, stimmt. 5 Milliarden Pflanzen, die ich bestellt habe aus Übersee. Die muss ich jetzt mal gießen. Lass es ihnen wissen, auch wenn es ihnen brechen wird. Hier wird nichts gebrochen. Und wenn, dann wird's aufgewischt. Ist hier immer noch Wasser drin? Ich fühle mich jetzt ein bisschen unwohl hier, Alter. Boah, das ist gut gemacht an sich, so dieser Horror. Weil es ist nur ein kleines Haus. Aber trotzdem fühlst du dich so, ich weiß nicht, so beobachtet. Obwohl du alles eigentlich im Blick haben müsstest. It's empty. Okay, dann brauche ich das jetzt. Ich werde das wahrscheinlich nicht in der Spüle auffüllen. Okay, kann ich das da einstellen irgendwie? Wie geht es? Oh, jetzt aber. Füllst du das? Keine Ahnung. Okay, es sollte voll sein. Sehr gut. Guck mal hier, Alter. Große Mauer von Jeremys Haus. Ich meine, Genghis Khan Bescheid sagen? Der hat ja was zu tun. Da kommen die Geister, Monster und Mutanten nie durch. Jetzt soll ich mein Favorite TV-Show gucken. Die Fernbedienung. Yeah. Wenn ich eine Fernbedienung wäre, nope, wäre ich auf jeden Fall nicht im Kühlschrank. Wo denkt ihr hin? Liegt da ein Papierknäuel? Ich raste aus. Why you bullying me? Das ist für später, Alter. Wenn die Not am größten ist. Nope. Das ist ja wohl die größte Frechheit, die ich jemals gesehen habe. Das gibt's doch wohl nicht. What was that? Ich sollte hier raus. Ich habe nur noch die Scheinbedienung gehabt. Wo hat's denn jetzt geklopft? Ja? Hier bei Haunted House Mansions? Eine neue Nachricht. Hey, ich bin's, Jeremy. Ist irgendwas Merkwürdiges passiert, seit ich weg bin? Du kannst nicht antworten, weil das vorher aufgenommen wurde. Egal. Falls irgendwas Weirdes passiert, bleib cool. Bis dahin. Bleib cool, ja. Okay, ich sollte hier raus. Jetzt bin ich aber gespannt. Irgendwie ist das fun. Ich weiß nicht. Bin so dran interessiert, was jetzt wird. Tag 3. Und immer noch Spaß dabei. Nachmittag. Oh, meine favorite show. Ich habe verschlafen. Tag 4, nachmittags. Was läuft denn heute in der Glotze? Es sieht erschreckend wenig nach Nachmittag aus. Oh, es hat schon jemand aufgeräumt. Das ist ja, da kann ich ja gleich wieder auf der Stelle umdrehen. Okay, was gibt's denn heute zu tun? Ich sehe es schon. Clean writing on the walls, eat some toast. ETF! Hey, hier ist wieder der Vermieter. Ich habe ziemlich viele Geräuschbeschwerden von anderen Mitbewohnern hier erhalten. Wie so eine Art Hurricane in deinem Zuhause. Wenn sie das lassen, hören sie zu, Jeremy. Ich habe dich heute schon mal angerufen. Also, wenn ich irgendwie sehe, dass irgendwas zerstört ist, dann versuche ich dir deinen kleinen Jeremy hintern. Ich bin krank, also es macht mich krank, dass du so vergesslich und rücksichtslos bist. Danke fürs Gespräch, Alter. Hätten sie mir mal früher den Hitler versohlt. Was ist hier passiert? All notes are... He's... Not here? Oh, he is here. Oh. Ist der Geist irgendwie 5 Jahre alt oder was? Vergiss nicht. Scheiße. Wisst ihr was? Das ist der Thunfisch, Alter. Der will sich rächen. Ist eine Lüge. For Brad Bradbox. Ach was. Alter, ich bin mit... Okay, lassen wir es. Falls... Selbst, ich wollte gerade sagen, falls es irgendein Landei gibt unter den Spielern, die das nicht wissen, dass es eine Brotbox ist. Aber gerade die... I should toast it. Oh, du Gourmet, Alter. Ja, dafür ziehe ich mir jetzt aber 2 rein. Was gibt's dazu? Ich kann doch nicht bloß Toast essen. Was ist... Wait, was ist das hier? Ist das der Gameboy? No way. Das ist der fucking Gameboy, Alter. Der ist jetzt ziemlich cool. Was gibt's denn dazu? Hat der nichts? Oh, ich krümel mir da einfach ein bisschen Pfeffer drauf. Ich bin da nicht so. Dann warte ich mal, bis das fertig ist. Was soll ich noch machen? Ich hab's wieder vergessen. Jeremy, guck oben auf die Regale. Surprise, motherfucker. Oh, ich muss das irgendwie runterkriegen. Yo, Wasser, also Pflanzen gießen, steht by the way nicht auf meiner To-Do-Liste. Ich sag ja nur. Warte mal, steht doch. Ach so, das habe ich gar nicht gesehen. Jo, wie soll ich jetzt das Geschmiere von der Wand abmachen irgendwie? Gibt's hier einen Wischeimer oder sowas? Die Pflanzen sind hier überall verteilt. Verzeihen Sie. Ich wusste nicht, dass da besetzt ist. Tut mir leid. Ja, wie kriege ich das jetzt da runter? Mit irgendwie einer Leiter? Mit einem Stuhl vielleicht? Nee? Also ich meine, ach, come on. Ich kann mit dem Schrank nicht mehr interagieren. Ach du Scheiße, ey.
Oh, das ist wasserlösliche Farbe? Wow, das ist echt ein nettes Monster. Kurios. Der denkt an alles. Der ist nicht so rücksichtslos wie Jeremy. Bam! Nimm das, Alter. Ich bin der Lucky Luke aus der Jeremy-Straße Nummer 3. So, du da noch und ich glaube, das war's dann. Oh Mann. Okay, das habe ich erledigt. Ich habe Angst, hier im Flur zu stehen irgendwie. Ja, was ist denn jetzt? Wer ist das vor allem? Tut mir leid, Dude. Ich hab's versaut. Ich wusste nicht, dass das passiert. Ich dachte, das würde nicht passieren. Versuch cool zu bleiben. Iss mal irgendwas, wenn du schon mal dabei bist. Iss mal was? Fuck you! Oh, das ist der schnellste Toaster der Galaxis, Alter. Alter, ich hab null Plan, wie ich da rankomme. By the way, der Toast ist immer noch nicht fertig. Aber muss ich das jetzt echt nachgucken? Ich weiß es nicht. Ich meine, so viel kann ich ja hier auch nicht verpassen. Die Stühle gehen halt nicht. Das kapiere ich nicht. Das wäre so mein einziger Anhaltspunkt halt irgendwie. Ich habe keine Ahnung, wie ich das runterkriegen soll. Warte mal. Wait! A minute! Man kann das aufladen. Okay, warte mal. Moment mal. Warte. Das fliegt viel weiter als das andere. Moment, wenn ich das gedrückt halte. Oh mein Gott. Also wenn die nicht beschädigt ist, dann fresse ich den Besen, den ich nicht hatte, um das Scheißding runterzubekommen. Und jetzt die Pflanze gießen. Oh, es ist alle, Mann. Kinders, ich habe keine Zeit. Gleich spukt's hier. Mach das voll. Jetzt geht das wieder nicht, Mann. Habe ich das denn hinbekommen beim letzten Mal? Oh, jetzt gießt's. Okay, man muss es manchmal bloß mehrfach aufheben. Wait, jetzt wieder nicht. Oh, okay. Das ist Trial and Error. Ich verstehe. Why is it on the bed? Das bemerkst du jetzt? Alter. Es bewegt sich nicht, das Schwein. Oh, ich weiß es nicht. Okay, du hast genug gesoffen. Oh, Leute, die Spooks. Muss los. Okay, der Toast sollte jetzt... fertig sein. Was denn? Hä, ich hab nichts bemerkt. War irgendwas komisch? Pick up, eat. Jetzt sitzt der hier und knuspert sich das Toast weg. Was? Als ob. I need to take my medicine. Ich muss... Okay, warte, wo ist die Sprühflasche? Wo ist die Sprühflasche? Da ist sie. Ich werde mich zu verteidigen wissen, Alter. Der soll bloß kommen. Komm her, mein Freund. Ich werde keinen Hehl draus machen. Boom. Ghostbusters. Die nehme ich mit, Alter. Selbstverteidigung. Oder auch nicht? Medizin? Habe ich die denn? Hier steht was Neues. Take the pills. Take the pills. Oh mein Gott. Oh, Alter, ich hab übelst Gänsehaut, Mann. Holy shit. Nein, diesmal hat er wasserfeste Farbe genommen. No. Okay, ich nehme die, warte mal, die dicken oder alle gleichzeitig? Konsumieren. Hm, perfekt. Oh, soll ich alle nehmen? Wie viel kann ich ihn einwerfen, bevor ich sterbe? Oh, das wird ein richtiger Monster-Trip. Oh, okay. 3 Stück. Immerhin. Naja, so ein Toastbrot, das ist halt auch was... Also das... Davon wird ja ein... großer, starker Mann wie ich gar nicht satt. Jetzt bin ich ja mal gespannt. To-Do-List. Find the truth. Och nee. Die edgy. Ja, komm. Sprich dich aus. Hey, Kunst ist es nicht reparieren, ne? Die Wahrheit. Geh zum Safe. Und dann wirst du sie finden. Aber Onkel Jeremy hat gesagt... Er ist verschlossen. Why? Shit. Oh, der hat sich hier gemütlich gemacht. Das ist ein Handy. Darf ich hier bitte zumachen? No zu. Dankeschön. Okay. Yep. Locked. Face ID to unlock. Montag, 3.02 Uhr. Yo, kann ich dich um einen Gefallen bitten? Was brauchst du? Warte mal, was? Das heißt, ich hatte doch von Anfang an recht. Das war nicht Zufall, dass die beide genauso hießen. Der Typ ist in seiner Bude und kriegt halt einfach eine Vollmeise. Warte mal, aber wem...
Schreibt er sich... Er schreibt sich selbst, ne? Dem anderen Handy oder was? Oh Gott, ist das abgefahren! Boah, das ist... Holy shit! Aber was für eine gute Idee! Es war halt auch irgendwie gruselig, ich liebe sowas. So einen strangen Twist, so, das ist wenigstens nicht langweilig. Das ist doch viel geiler, als wenn der jetzt einfach ein Monster wäre und Jumpscare und das Spiel ist fertig so. Wisst ihr, was ich meine? Okay, coole Nummer. Dankeschön fürs Zuschauen, Leute. Lasst gerne ein Like da und wir sehen uns.